Wer bis an das Ende beharrt, der wird selig. Das sind eigentlich Worte von Jesus, die Mendelssohn hier über den Elia legt. Elia war ein Prophet aus dem Alten Testament. Ich mag ihn sehr, weil bei ihm alles dabei ist, was zum Menschsein dazugehört. Und gerade auch, was unseren Glauben ausmacht. Da ist Sicherheit und Stärke auf der einen Seite und gleich daneben größter Zweifel. Das sind Fragen und Erlebnisse, die einen an den Rand bringen. Beim Elia, ganz am Anfang, da ist ein junger, starker Prophet. Da ist ganz viel Power drin. Er kämpft gegen die Oberflächlichkeit der Gesellschaft, die er um sich herum erlebt. Er rüttelt auf, er macht nachdenklich, er ärgert sich über den Götzendienst und verweist auf Gott. Und davon ist er überzeugt, dieser Gott steht für Gerechtigkeit und Freiheit. Und nicht nur das. Gott lässt auch Ströme lebendigen Wassers fließen, dass das Grüne sprießen kann. Gott steht für die Lebendigkeit schlechthin. Ja, da ist ein großes Feuer in dem Elia. Und man hat das Gefühl, da geht was. Und Gott ist ganz stark. Aber, und das gehört eben auch zu dieser Geschichte, Elia bekommt auch einen heftigen Gegenwind zu spüren. Er wird angegriffen, er wird verfolgt, er wird bedroht und das ist bitter. Und irgendwann, dann ist's genug. Es geht nicht mehr. Elia kann nicht mehr. Die ganze Kraft, alles ist weg. Heute würde man vielleicht von einem Burnout sprechen oder von einer Depression, die sich über ihn legt. Elia will nur noch alleine sein, er geht in die Wüste, er legt sich unter einen Strauch, bereit zum Sterben. Und dann, in dieser Wüstenzeit, da macht er eine ganz neue Erfahrung, eine ganz andere Gotteserfahrung. Er kommt zu ihm ganz leise, dieser Gott, fast zärtlich wie ein Engel. Berührt ihn vorsichtig, gibt ihm Wasser und frisches Brot und er lässt ihn schlafen, einfach ausschlafen. So führt Gott den Elia ganz behutsam, Schritt für Schritt, durch die Dürre hindurch wieder zu neuem Leben. Mendelssohn hat diese Gotteserfahrung auf ganz dichte und wunderbare Weise in Töne, in Musik umgesetzt. Hebe deine Augen auf zu den Bergen. Sie kennen vielleicht das Terzett, was auch in diesem Elia-Oratorium erklingt. Oder den Chorsatz, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Wir werden nachher dieses Stück auch hören. Oder eben das, was wir gerade gehört haben. Wer bis an das Ende beharrt, der wird selig. Die Musik, so hat Sophie Scholl einmal geschrieben, öffnet die Türe der Seele. Ja, das stimmt, in diesem Fall ganz bestimmt. Elia darf am Ende seiner Wüstenwanderung den Prophetenstab an einen Jüngeren weitergeben. Er darf alles loslassen. Und dann, so heißt es, fährt er mit einem feurigen Himmelswagen gen Himmel. Er hat es geschafft. Wer bis an das Ende beharrt, der wird selig. Ich weiß nicht, ob ich am Ende selig sein möchte. Ich will auch nicht in einem Feuerwagen sitzen, nein. Mir würde schon reichen, wenn ich zufrieden bin oder versöhnt mit meinem Leben. Mit all den Höhen und Tiefen, die sich aneinanderreihen, mit dem Glück und auch mit manchen Narben, die einem das Leben so zufügt.
Ich kann nur hoffen und beten, dass Gott uns den Atem schenkt, zu beharren und dann und wann auch vorsichtige Berührungen, wenn wir Zärtlichkeit brauchen, auf dass uns nicht die Kraft ausgeht. Amen. Zum Segen bitte ich Sie noch einmal aufzustehen. Herr, bleibe bei uns. Ja, das bitten wir. Mit dem Segen mögen Sie nach Hause gehen. Mit dem Segen hinein in diese Nacht und in die Tage, die vor uns liegen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.